Hallo und schönen Abend. Willkommen zu unserem Vortrag über Geothermie geht es heute. Der zweite Vortrag in einer Reihe der Klimaallianz Witten. Die letzte Woche ging es um die effektive Nutzung der Ressource Abfall, was man da alles rausholen kann und wie man klimaschädliche Gase vermeiden kann, wenn man Abfall sinnvoll entsorgt und weiterhin nutzt. Heute Geothermie. Tatsächlich ist es so, dass ein Großteil oder sehr viel mehr Energie in Deutschland für Wärme eingesetzt wird als für Strom. Und trotzdem ist es zumindest in meiner Filterbubble so, dass sehr viel mehr über erneuerbare Energie beim Thema Strom gesprochen wird. Ja, über Photovoltaik, Windenergie und so weiter natürlich wichtige Themen. Aber ja, wie geht das denn mit erneuerbaren Energiequellen und klimafreundlichen Energiequellen beim Thema Wärme? Dazu werden wir heute einiges erfahren. Netterweise hat sich der Dr. Achim Aretz bereit erklärt, einen kompetenten Vortrag dazu zu halten. Er ist Geologe und hat zwischendurch als Gymnasiallehrer gearbeitet, hat seine Doktorarbeit über Geothermie gemacht und jetzt macht er wieder was anderes, aber er stellt sich gleich auch noch mal selbst ein bisschen vor. Der Vortrag wird so sein, dass die Fragen bitte am Ende beantwortet werden. Dann haben wir auch Gelegenheit zur Diskussion. Ich werde die als Moderator sammeln, damit nichts verloren geht. Fragen können in den YouTube-Chat gestellt werden. Genau, und dann ist noch der Werner Frischmann mit dabei. Der Vorsitzende der Klimaallianz Witten, der wird jetzt gleich als erstes sprechen. Und die Klimaallianz ein wenig vorstellen und erzählen, was die Klimaallianz so macht. Genau. Und herzlichen Glückwunsch, Werner, zu deinem Geburtstag heute, denn selbst an deinem Geburtstag bist du aktiv fürs Klima. Das finde ich ganz toll. Bist du sonst auch, aber auch heute könntest du dich ja auch zurücklehnen und feiern lassen. Also herzlichen Glückwunsch. Und ja, dann würde ich sagen, fang du erstmal an, kurz die Klimaallianz vorzustellen und dann kommt unser eigentlicher Referent heute. Danke. Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Stefan. Ich grüße alle Teilnehmer aus meinem Homeoffice hier. Ich habe heute mal nachgerechnet, also ich sitze jetzt im 46. Jahr im Homeoffice. Das heißt also, für mich ist das nichts Neues mehr. Aber wir haben heute eine ganz andere Technik. Und das ist sehr spannend. Und wir haben, der Stefan hat es ja schon gesagt, letzte Woche von der Veranstaltung sehr gute Resonanzen bekommen und so weiter. Aber ich denke, dass es kein Fehler ist, die Klimaallianz mal etwas detaillierter vorzustellen. Das geht ganz schnell, 4, 5 Minuten, weil wir gehen davon aus, dass etliche neue auch heute zuhören. Und deshalb bitte ich den Stefan mal, die erste Folie aufzulegen. Danke. Ja, im April 2019 haben wir uns mit 4 Leuten zusammengesetzt und haben eine Strategie gemacht. Wir haben ein Leitbild und Kernziel entwickelt. Das Leitbild war im Wesentlichen, dass wir miteinander arbeiten und nicht gegeneinander. Das ist oftmals gar nicht so einfach verständlich zu machen. Aber alleine das Miteinander hat wunderbar funktioniert bisher und ist eben Teil des Erfolgs. Ein weiterer Teil des Erfolgs ist unsere starke Netzwerkpartnerschaft, die sich innerhalb von kurzer Zeit ergeben hat. Und Stefan, scroll mal bitte auf die zweite Folie. Bereits im Juli 2019 haben wir die erste Pressekonferenz gemacht und hatten schon circa 10 wichtige Netzwerkpartner.
Auf der linken Seite im weißen Pullover ist Heike Heinzgil von der AHE, die letzte Woche den Vortrag gehalten hat. Darunter ist Isabel Radatz. Heute heißt sie anders, hat im Januar ein Baby bekommen. Ganz herzlichen Glückwunsch nochmal. Sie ist von den Stadtwerken. Und hinter der Heike, rechts von dem Martin, ist die Andrea Fischer von der Energieagentur. Und die Andrea Fischer ist primär verantwortlich, dass wir heute den Achim Aretz begrüßen dürfen. Und hier wird schon deutlich, dass sich im Juli 2019, dass sich schon abgezeichnet hat, welchen Weg wir gehen. Das heißt also, schon damals sind die Weichen gestellt worden, ohne dass wir das in etwa vorausgesehen haben, welche Möglichkeiten sich dadurch ergeben haben, wenn die drei Damen, die ich gerade erwähnt habe, wenn wir die nicht zu uns geholt hätten, hätten wir heute diese Veranstaltung nicht gehabt und die letzte eben auch nicht. Bringst du nochmal bitte die nächste Folie, Stefan? Im September, auch das hatten wir schon im April 2019 festgelegt, dass wir einen Klimamarkt machen, den haben wir gemacht, an der Biogasanlage mit über 500 Besucher. Und der Herr, der da steht mit dem Mikro, das ist der Johannes Einig. Wir haben ihn im April 2019 mal angerufen und haben ihm das vorgeschlagen. Er hat gar nicht lange überlegt und hat Ja gesagt. Und das war ein weiterer Meilenstein in unserer Geschichte. Wir haben bereits am Klimamarkt 21 Netzwerkpartner gehabt, die dort ausgestellt haben, immer mit dem Hintergrund bzw. mit dem Ziel, Maßnahmen, Projekte zu entwickeln, um klimaschädliche Gase zu reduzieren. Und dann bitte die nächste Folie. Dann im Oktober 2019 haben wir einen Impulsabend bei den Stadtwerken gemacht mit über 100 Besuchern, wo 7 Referenten zu den unterschiedlichsten Themen was erzählt haben. Und das war der dritte Meilenstein praktisch in der Entwicklung der Klimaallianz. Und dann bin ich schon bei der letzten Folie, Stefan. Das ist bei der Vereinsgründung im Januar 2020. Da haben wir mittlerweile über 30 Netzwerkpartner gehabt. Und wenn ihr auf unsere Webseite geht, da sind alle Netzwerkpartner gelistet und könnt ihr euch ansehen. Und wenn zum Beispiel jemand Kontakt aufnehmen möchte zu den Netzwerkpartnern, kann er dann direkt auf die Webseite gehen. Damit bin ich eigentlich schon fertig, worum es mir im Wesentlichen geht, dass wir nicht nur 3 Leute hier haben, sondern sehr, sehr viele Leute mittlerweile. Und was das für Auswirkungen hat auf die Zukunft, möchte ich dann nach dem Vortrag von Achim Aretz auch nochmal einen Ausblick in die Zukunft machen. Und deshalb, das ist jetzt dein Flur, Achim, wir freuen uns auf deinen Beitrag. Du weißt, unser Milan, ja, der hat ja in der Geografie, nehmen die gerade Geothermie durch, ja? Naja. Und jetzt sorgt mal dafür, dass er dann auch eine gute Benotung bekommt in seiner Arbeit. Ja, sehr gerne. Ja, ein herzliches Hallo auch von mir. Mein Name ist Achim Aretz und ich darf heute hier einen Vortrag halten über die Nutzung der Erdwärme. Eine faszinierende Energiequelle. Und ich bin im Wissenstransfer der Geothermie tätig und habe einen interaktiven Online-Kurs erstellt, der die ganze Bandbreite der Geothermie abdeckt.
Und ja, ich als Wissenschaftler fiel mir auf, dass das Thema Geothermie praktisch von der Wissenschaft nicht in die ins Allgemeinwissen kommt und dass es eine große Wissenslücke gibt zwischen der Wissenschaft und der Allgemeinheit. Und als Lehrer fiel mir auf, dass das Thema auch nicht in die Schulen kommt. Und das habe ich mir jetzt zum Ziel gesetzt, das Thema auch in die Schulen reinzubringen. Der Selbstlernkurs für Geothermie deckt die ganze Bandbreite ab und ist aber für alle Interessierten, also nicht nur für Lehrer. Ja, dann öffne ich hier mal meinen Vortrag. Ja, mein Vortrag hat den Titel Die Nutzung der Erdwärme, eine faszinierende Energiequelle. Und im Hintergrund sehen Sie einen Geysir auf Island. Und Geysire können ganz schön warm sein, also bis zu... Achim, stopp mal. Ja? Du hast den Vortrag noch nicht geteilt. Ah. Wahrscheinlich hast du das Programm aufgemacht, aber noch nicht darauf geklickt, dass die Präsentation geteilt wird. Ja, kein Problem. Schön. Danke. Alles gut. Danke. Jo. Jetzt müsste er zu sehen sein. Ja, vielen Dank. Jetzt ist super. Klasse. Ja, sehr schön. Ja, herzlich willkommen zu meinem Vortrag Die Nutzung der Erdwärme, eine faszinierende Energiequelle. Ja, und wie gesagt, im Hintergrund sehen Sie einen Geysir und Geysir auf Island. Und Geysire können ganz schön warm werden, bis zu 50 Grad Celsius. Und was ich an Geysiren auch schön finde, also auf Fotos, ich war leider selber noch nicht auf Island, ist, dass man die Erdwärme auch von der Oberfläche aus sehen kann. Ja, die Geothermie ist eine faszinierende Energiequelle. Sie ist erneuerbar, kohlenstoffdioxidarm, grundlastfähig, also zu jeder Tages- und Nachtzeit verfügbar, lokal verfügbar und hat ein unerschöpfliches Potenzial. Hier links sehen Sie die Erdkugel und einen Querschnitt durch die Erde mit dem Erdkern, dem Erdmantel und der Erdkruste. Das ist der dünne rote Streifen ganz am Rand. Und im Erdkern herrschen Temperaturen von um die 5000 Grad Celsius vor. Damit ist der Erdkern heißer als die Oberfläche der Sonne. Insgesamt sind 99% der Erdmasse heißer als 1000 Grad und nur 0,1% kühler als 100 Grad. Also unter unseren Füßen ist es unfassbar heiß. Und für die Erdkruste gilt, dass die Temperatur mit jedem Kilometer Tiefe um 30 Grad Celsius zunimmt. Also die obersten drei Tiefenkilometer sind insgesamt die kältesten und dennoch würde die in diesem Bereich der Erdkruste gespeicherte Erdwärme ausreichen, um den Energiebedarf der Menschheit für 100.000 Jahre sicherzustellen. Also das Potenzial der Geothermie ist riesig. Da die Geothermie in Deutschland hauptsächlich zur Wärmegewinnung genutzt wird und auch massiv ausgebaut werden soll und nicht zur Stromgewinnung, kann die Geothermie auch ein wichtiger Baustein für die Wärmewende sein. Und ja, die Wärmewende, das ist so ein neues Wort, was auch noch nicht so richtig in der Allgemeinheit scheinbar angekommen ist. Da kommen wir jetzt drauf zu sprechen. Bei der Energiewende schauen wir eigentlich immer nur auf den Stromsektor. Und in der Tat ist der Anteil erneuerbarer Energien im Stromsektor seit Jahren kontinuierlich gestiegen. 2010 lag der Anteil noch bei 18%, 2015 bei 30%, 2018 bei 38% und im ersten Jahr, also vor genau einem Jahr, lag der Anteil bei 54,7%. Das war ein absoluter Rekordwert. Da hat die Windenergie den größten Anteil ausgemacht. Und im gesamten Jahr 2020 lag der Anteil erneuerbarer Energien im Stromsektor immer noch bei 46%. Und auch das ist ein Rekordwert. Aber wenn wir uns den Energieendverbrauch in Deutschland anschauen, dann fällt auf, dass der Wärmeverbrauch, hier in Gelb dargestellt, mit 1200 Terawattstunden mehr als doppelt so hoch ist wie der Netto-Stromverbrauch mit gut 500 Terawattstunden. Im Verkehrssektor fallen dann nochmal gut 700 Terawattstunden an. Wenn wir also die Energiewende vollständig betrachten wollen, müssen wir einen stärkeren Fokus auf den Wärmesektor legen. Und wie sieht die Energiewende im Wärmesektor aus? Da stagniert der Anteil erneuerbarer Energien seit Jahren bei nur 14%. Und solange wir den Anteil erneuerbarer Energien im relativ großen Wärmesektor nicht ausbauen, nützt uns für die Energiewende und fürs Klima auch die Zunahme im relativ kleinen Stromsektor gar nicht viel. Wir
müssen also die erneuerbare Wärme ausbauen und dafür kann die Geothermie als grundlastfähige Energiequelle eine wichtige Rolle spielen. Gerade im Bereich Beheizen von privaten Haushalten, denn da braucht man ein Temperaturniveau von 30 bis 60 Grad Celsius und dafür ist die oberflächennahe Geothermie ideal, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, und auch für die Prozesswärme der Industrie, da braucht man so Temperaturniveaus zwischen 100 und 150 Grad Celsius und da kann die tiefe Geothermie, ist da sehr viel, gut für geeignet. Kommen wir jetzt zu den Endenergieverbrauch von Haushalten. Haushalte machen ungefähr ein Viertel des Energieverbrauchs in Deutschland aus und fast 90% der Energie geht für die Wärme drauf und nur ein paar Prozentpunkte für Strom. Und wie wird die Wärme für die Haushalte bisher erzeugt? Durch die fossilen Energieträger Erdgas mit fast 40%, Erdöl mit 18%, okay, Strom dann noch mit fast 20% und dann kommt erst die erneuerbare Wärme mit 13,9%, gefolgt von der Fernwärme und der Kohle. Dadurch emittieren wir riesige Mengen CO2 in die Atmosphäre, die wir einsparen können und auch müssen, wenn wir die Klimaziele erreichen wollen. Das ist eine Abbildung zur Heizart und dem jeweiligen CO2-Ausstoß in Deutschland. In Deutschland gibt es ungefähr 40 Millionen Haushalte und in der gelbe Balken zeigt den prozentualen Anteil der Heizart an. Mit Erdgas heizen 48% der Haushalte, mit Heizöl 26%, mit Fernwärme 14% und mit einer Wärmepumpe nur 2%. Mit einem Nachtspeicherofen auch 2% und unter Sonstiges sind weitere Heizarten zusammengefasst, wie zum Beispiel Pellets. Und der braune Balken zeigt den jährlichen CO2-Ausstoß in Kilogramm an pro 20 Megawattstunden Wärme. Das entspricht dem Wärmeverbrauch eines Einfamilienhauses. Und wir sehen, dass gerade eine Ölheizung den höchsten CO2-Ausstoß hat mit 6400 Kilogramm. Bei älteren Ölheizungen kann der Ausstoß auch noch auf 8000 Kilogramm pro Jahr ansteigen. Aber auch eine Erdgasheizung hat mit 5000 Kilogramm CO2 immer noch einen sehr hohen Ausstoß und auch eine Fernwärmeheizung mit sogar 5400 Kilogramm CO2. Einen viel reduzierteren CO2-Ausstoß hat jede Wärmepumpenheizung und jede geothermische Anlage nutzt eine Wärmepumpe, um die Erdwärme ins Heizungssystem zu übertragen. Und ja, der Wärmepumpenausstoß liegt bei nur 1500 Kilogramm CO2 pro Jahr, selbst wenn der Strommix auch aus fossilen Energieträgern erzeugt wurde. Wenn der Strom, der die Wärmepumpe betreibt, komplett aus erneuerbaren Energien erzeugt wurde, also Ökostrom ist, dann sinkt der CO2-Ausstoß auf nur noch 500 Kilogramm. Die günstigste, also klimagünstigste Heizart ist also eine Wärmepumpe, die mit Ökostrom betrieben wurde. Und wir müssen auch die Wärmepumpen in Deutschland massiv ausbauen, um die Klimaziele zu erreichen. Wir haben Stand heute 900.000 Wärmepumpen in Deutschland und wir müssen bis ins Jahr 2050 müssen wir 15,1 Millionen Wärmepumpen installiert haben, um die Klimaziele zu erreichen. Wenn die Energieumwandlung so bleibt wie heute, wenn sie ein bisschen effizienter wird, dann reichen vielleicht auch ein bisschen weniger. Aber wenn wir die Entwicklung so fortschreiben, wie sie heute ist, dann kommen wir nur auf 3 Millionen Wärmepumpen im Jahr 2050. Und das reicht auf jeden Fall nicht aus. Ah ja, und alle geothermischen Anlagen nutzen Wärmepumpen. Ja, kommen wir jetzt zu den Nutzungsarten. Die oberflächennahe Geothermie ist die Nutzung der Erdwärme bis in eine Tiefe von 400 Metern zur Wärmegewinnung für private Haushalte und Gewerbeanlagen. Geothermische Anlagen sind Erdwärmesonden, Erdwärmekollektoren, Grundwasserbrunnen, Luftwärmepumpen und Energiepfähle. Da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen. Und sie entziehen alle der Umwelt, also dem Erdreich, dem Grundwasser oder der Luft Wärme und führen diese Wärme an eine im Haus angeschlossene Wärmepumpe zu, die die Umweltwärme in Heizwärme umwandelt. In Deutschland erzeugen etwas mehr als 400.000 Anlagen 4.400 Megawatt Wärme und das entspricht ungefähr dem
Heizbedarf von 60.000 Haushalten. Aber es gibt in Deutschland eben 15 Millionen Haushalte und deswegen ist der Anteil sehr klein bei nur 0,4%. Deswegen ist auch da noch sehr viel Luft nach oben. Ja, kommen wir jetzt zu den geothermischen Anlagen. Die am weitesten verbreitete geothermische Anlage ist die Erdwärmesonde und sie nutzt das Erdreich als Wärmequelle und hat Einbautiefen von 50 bis 300 Metern. Und in diesen Tiefen ist das Temperaturniveau über das ganze Jahr verteilt gleich. Und in der Erdwärmesonde zirkuliert eine Flüssigkeit aus Wasser und Frostschutzmittel, auch Sohle genannt, die vom Erdreich aufgewärmt wird und die Wärme zur Wärmepumpe im Haus weiterleitet. Wie eine Wärmepumpe funktioniert, da kommen wir gleich noch drauf. Und die Wärmepumpe überträgt dann die Erdwärme ins Haus. Die abgekühlte Sohle fließt dann zurück ins Erdreich, also in der Sonde, die dann wieder vom Erdreich aufgewärmt wird und so weiter. Eine Erdwärmesonde kann ungefähr ein Familienhaus mit Wärme versorgen. Und wenn man mehrere Erdwärmesonden nebeneinander stellt, zu einem Erdwärmesondenfeld, dann kann man damit auch eine ganze Siedlung mit beheizen. Eine weitere geothermische Anlage ist der Erdwärmekollektor. Er nutzt zwar auch das Erdreich als Wärmequelle, aber die Einbautiefen sind viel niedriger, von nur 80 bis 160 cm. Und also knapp unterhalb der Frostgrenze. Und ein Boden ist dann besonders warm, kann Wärme abgeben, wenn er von Sonnenstrahlen getroffen wird, das ist natürlich klar, aber auch wenn Regen auf ihn fällt. Deswegen ist, je feuchter ein Boden ist, desto mehr Wärme kann er abgeben. Die Funktionsweise ist genau wie bei der Erdwärmesonde. Es zirkuliert eine Flüssigkeit im Kollektor, die vom Erdreich erwärmt wird. Und diese wird dann zur Wärmepumpe transportiert und ins Heizungssystem übertragen. Ein Erdwärmekollektor ist ein bisschen ineffektiver als eine Erdwärmesonde, aber aufgrund der großen Fläche der Anlage ist sie fast genauso effektiv. Eine weitere geothermische Anlage ist die Luftwärmepumpe. Sie nutzt die Außenluft als Wärmequelle und die Luftwärmepumpe führt dann die Außenluft der Wärmepumpe im Gebäude zu und die abgekühlte Luft wird über die Luftwärmepumpe wieder nach außen abgegeben. Eine Luftwärmepumpe ist bei 12 Grad etwa am effektivsten, aber auch bei geringeren Temperaturen, auch im Frostbereich, ist sie noch wirksam, bis zu minus 25 Grad Celsius. Wenn im Winter, so wie jetzt, die Außentemperaturen sinken oder niedrig sind und der Heizbedarf steigt, müssen Elektroheizstäbe zugeschaltet werden. Das macht natürlich die Luftwärmepumpe ineffektiver. Ideal ist eine Luftwärmepumpe für die Beheizung einer Fußbodenheizung. Ein ganzes Haus kann mit einer Luftwärmepumpe nicht beheizt werden. Sehr effektiv sind Grundwasserbrunnen. Grundwasser nutzen das Grundwasser als Wärmequelle und Grundwasser hat eine jährliche konstante Temperatur von 8 bis 11 Grad Celsius. Und der eine Brunnen fördert das Grundwasser zur Wärmepumpe im Haus und das abgekühlte Wasser wird über den zweiten Brunnen ins Grundwasser zurückgeleitet. Und mit einem Grundwasserbrunnen können auch mehrere Häuser bis zu einer Siedlung beheizt werden. Da stellt sich natürlich die Frage, wenn das Grundwasser nur 10 Grad Celsius warm ist, wie kann denn damit eine ganze Siedlung beheizt werden? Und daher kommen wir jetzt zur Wärmepumpe und zum Nutzen der Wärmepumpe. Jede geothermische Anlage nutzt eine Wärmepumpe im Haus, um die Umweltwärme ins Heizungssystem zu übertragen. Eine Wärmepumpe ist ein geschlossenes System und besteht aus einem Verdampfer, der die Umweltwärme aufnimmt, einem Verdichter, einem Kondensator, durch den die Wärme ins Heizungssystem übertragen wird und einem Expansionsventil. Und in der Wärmepumpe zirkuliert ein Kältemittel, das bei niedrigen Temperaturen verdampft. Also durch die Aufnahme der Umweltwärme, also vom Erdreich, vom Grundwasser oder der Luft,
kommt es zu einer Temperaturerhöhung in der Wärmepumpe und dadurch verdampft das zuvor flüssige Kältemittel. Hier als Striche dargestellt. Der Kältemitteldampf strömt vom Verdampfer zum Verdichter und der Verdichter komprimiert den Kältemitteldampf zu einer höheren Dichte, also auch zu einer höheren Temperatur von bis zu 60 Grad Celsius. Und jetzt habe ich in deinem Dokument, was du mir, Werner, gestern noch geschickt hast, gesehen, dass es sogar bis zu 65 Grad Celsius ist, bei neuesten Wärmepumpen. Und das ist natürlich eine große Energieleistung notwendig und deswegen braucht der Verdichter dafür auch die Zuführung von elektrischer Energie. Ja, und der erwärmte Kältemitteldampf strömt dann zum Kondensator, wo die Wärme ans Heizungssystem abgegeben wird. Dadurch kühlt der Kältemitteldampf natürlich wieder ab und wird wieder flüssig, hier als Punkt dargestellt. Und das flüssige Kältemittel strömt zum Expansionsventil, wo es sich noch weiter entspannt und abkühlt und das kühle, flüssige Kältemittel strömt weiter zum Verdampfer, wo es durch die Aufnahme der Umweltwärme wieder verdampft und so weiter. Eine Wärmepumpe überträgt also nicht nur die Umweltwärme ins Heizungssystem, sondern sie erhöht auch die Temperatur der Umweltwärme. Und dafür braucht sie allerdings Strom. Und mit einer Kilowattstunde Strom erzeugt eine Wärmepumpe je nach geothermischer Anlage 3 bis 6 Kilowattstunden Wärme. Der COP-Wert einer Wärmepumpe ist ein ganz wichtiger Wert der Effizienz und hat auch einen großen Einfluss auf die Verbrauchskosten. Und er beschreibt das Verhältnis zwischen der erzeugten Wärmeenergie und der hinzugegebenen elektrischen Energie. Ein COP-Wert von 3, also COP-Werte liegen immer zwischen 3 und 6, also wie viel Kilowattstunden Wärme werden mit einer Kilowattstunde Strom erzeugt. Ein COP-Wert von 3 heißt, dass die Heizwärme zu 67%, also 2/3, aus Umweltwärme besteht und zu 1/3 elektrisch erzeugt wurde. Und ein COP-Wert von 5 heißt, dass die Heizwärme zu 80% aus Umweltwärme besteht und zu 20% aus Strom erzeugt wurde. Erdwärmesonden haben einen COP-Wert von 4,5 ungefähr, Erdwärmekollektoren von etwa 4. Luftwärmepumpen einen etwas geringeren von 3 bis 4,5 und Grundwasserbrunnen einen hohen, also von bis zu 5,5. Und je höher der COP-Wert ist, desto geringer sind die Stromkosten. Und im langfristigen Vergleich können die Stromkosten je nach COP-Wert an der Wärmepumpe im fünfstelligen Bereich variieren, wie das Beispiel hier zeigt. Zwei Häuser haben eine Wohnfläche von 150 Quadratmetern und einen jährlichen Wärmeverbrauch von 20.000 Kilowattstunden. Also das entspricht ungefähr dem Heizbedarf eines Einfamilienhauses. Die Wärmepumpe 1 hat einen COP-Wert von 3 und die Wärmepumpe 2 hat einen COP-Wert von 5. Die Wärmepumpe 1 verbraucht im Jahr demnach 6.667 Kilowattstunden Strom und Wärmepumpe 2 nur 4.000 Kilowattstunden Strom. Bei einem Strompreis von 30 Cent pro Kilowattstunde macht das nach 20 Jahren eine Stromkostenrechnung für Wärmepumpe 1 von 40.000 Euro und für Wärmepumpe 2 von nur 24.000 Euro. Mit Wärmepumpe 2 kann man also in 20 Jahren 16.000 Euro sparen. Deswegen kommt es sehr darauf an, wie ist der COP-Wert der Wärmepumpe. Also was muss ich am Ende bezahlen? Das ist nochmal ein Vergleich zwischen den langfristigen Kosten einer Erdwärmeheizung und einer Erdgasheizung. Hier sind die Kosten gegen die Betriebsjahre dargestellt. Und wichtig zu wissen ist auch, dass man für die Installation einer Erdwärmeheizung 35% der Kosten vom Staat zurückbekommt. Und wenn man eine Ölheizung, weil Ölheizungen so klimaschädlich sind, gegen eine Erdwärmeheizung eintauscht, kriegt man sogar 45% der Kosten zurück. Dennoch ist eine Erdwärmeheizung hier als Wärmepumpe dargestellt immer noch ein bisschen teurer als eine Erdgasheizung. Aber die laufenden Heizkosten einer Erdgasheizung sind immer höher als die einer Erdwärmeheizung.
Hier sind verschiedene Baujahre dargestellt. Also, und irgendwann nach ein paar Jahren wird die Erdgasheizung teurer als die Erdgasheizung wird teurer als die Erdwärmeheizung. Gerade bei alten Baujahren ist dieser Schnittpunkt auch Amortisationszeit früher erreicht. Wenn man einen Altbau hat und man möchte eine geothermische Anlage einbauen, dann kann man auch einen KfW-Kredit beantragen, bis zu 75.000 Euro. Erdwärmeheizungen sind langfristig, also auch immer günstiger als Erdgasheizungen. Daher lohnt sich eine Erdwärmeheizung nicht nur fürs Klima, sondern auch fürs eigene Portemonnaie. Ja, die zweite große Nutzungsart ist die Tiefengeothermie. Und das ist die Nutzung der Erdwärme ab einer Tiefe von 400 Metern bis in mehrere Kilometer. Und damit wird Strom und Wärme erzeugt für Kleinstädte und ganze Siedlungen. Und man fördert die Tiefengeothermie mit einem Tiefengeothermie-Kraftwerk. Und ein Kraftwerk hat zwei Bohrungen, wie hier bei Punkt 1 dargestellt, die kilometertief in den Untergrund reichen. Zum Beispiel hier 4 Kilometer, wo eine Untergrundtemperatur von 130 Grad Celsius besteht. Und ab einer Temperatur von 100 Grad Celsius kann man auch Strom erzeugen. Ja, und mit der Einbohrung werden bestehende heiße Wässer im Untergrund an die Oberfläche gefördert und zu einem Wärmetauscher, und der Wärmetauscher entzieht den heißen Wässern ihre Wärme und überträgt sie einen zweiten Kreislauf. Und dieser zweite Kreislauf hat wieder ein Arbeitsmittel, was bei niedrigen Temperaturen verdampft. Und durch die Temperaturerhöhung verdampft dieses Arbeitsmittel und der Dampf wird dann zum Kraftwerk geführt und mit einer Turbine und Generator verstromt und der Strom ins Stromnetz eingespeist. Die abfallende Abwärme kann auch genutzt werden, um anliegende Siedlungen zu beheizen. Aber wie gesagt, die meisten Geothermiekraftwerke dienen der reinen Wärmegewinnung und gerade im Bereich Wärme soll die Tiefengeothermie auch massiv ausgebaut werden. Das Arbeitsmittel wird dann anschließend gekühlt und wieder flüssig und gelangt wieder zum Wärmetauscher, wo es dann wieder gasförmig wird. Und die heißen Thermalwässer aus der Tiefe, die ihre Wärme hier am Wärmetauscher abgegeben haben, werden abgekühlt wieder in die Tiefe zurückgeleitet mit der zweiten Bohrung, wo sie sich wieder aufwärmen. Es gibt in Deutschland drei Gebiete bislang, die die Tiefengeothermie zur Strom- und Wärmegewinnung nutzen. Ein Gebiet ist das Molassebecken in Südbayern. Aber wir kommen gleich noch auf Nordrhein-Westfalen zu sprechen. Das ist hier ein Blockbild von Südbayern. Hier ist München, Augsburg, Rosenheim und die Alpen. Und hier in Südbayern stehen 26 Geothermiekraftwerke zur Strom- und Wärmegewinnung. Und alle diese Kraftwerke nutzen die heißen Wässer einer einzigen Gesteinsart im Untergrund. Das ist der sogenannte Malm, hier in Blau dargestellt. Und der Malm besteht aus durchlässigen Kalksteinen. Man kann es sich fast so vorstellen wie Tropfsteinhöhlen. Es sind große Hohlräume, die im Untergrund mit heißen Wässern gefüllt sind. Und wenn ein Kraftwerk heiße Wässer fördert, dann strömen umliegende heiße Wässer einfach nach. Und das Kraftwerk pumpt ja auch dieselben Wässer wieder in den Untergrund zurück. Und diese Gesteinsart ist etwa 600 Meter mächtig. Und wir sehen, dass hier im Nordosten der Karte im Allgäu die Gesteinsart an der Oberfläche liegt und in südliche Richtung immer tiefer liegt, also immer weiter abtaucht. Südlich von München liegt auch auf diesem Heißwasserreservoir, ist diese Gesteinsart 2 bis 3 Kilometer tief und in München stehen mehrere Geothermiekraftwerke zur Wärmegewinnung, also da Heizkraftwerke genannt, und da kommt fast jedes Jahr eins dazu. Und diese Heizkraftwerke versorgen mehrere Stadtteile oder Zehntausende von Menschen mit Wärme. Weiter südlich liegt diese Gesteinsart noch viel tiefer, bis zu 5500 Meter. Und da gibt es auch mehrere Geothermiekraftwerke zur Stromerzeugung für 30.000 Haushalte. In München kommt jetzt dieses Jahr ein großes Geothermiekraftwerk zur Wärmeversorgung von 80.000 Menschen dazu. Das soll dieses Jahr gebaut werden. Und München
möchte als erste Metropole weltweit bis 2025 seinen Strom komplett aus erneuerbaren Energien erzeugen und bis 2035, und das ist eine noch viel größere Herausforderung, den Wärmebedarf komplett mit erneuerbaren Energien und auch mit den tiefen, heißen Wässern des Malms in 2.000 bis 3.000 Kilometern Tiefe. Eine weitere Region ist, die tiefengeothermisch genutzt wird, ist der Oberrheingraben in Südwestdeutschland. Das ist eine besondere geologische Struktur. Normalerweise liegt die Temperaturzunahme mit der Tiefe bei 30 Grad Celsius pro Kilometer und hier liegt er bei bis zu 55 Grad Celsius pro Kilometer. Deswegen muss da viel weniger tief gebohrt werden, um ein hohes Temperaturniveau anzutreffen. Und diesen erhöhten geothermischen Gradienten nutzen 6 Kraftwerke zur Strom- und Wärmegewinnung. Ja, und auch in Nordrhein-Westfalen ist ein großer Ausbau der tiefen Geothermie geplant, denn bislang wird die ganze Rhein-Ruhr-Region mit seinen 10 Millionen Einwohnern auch mit der Abwärme von Kohlekraftwerken geheizt im Rheinischen Revier. Und 2038 sollen ja die Kohlekraftwerke abgeschaltet werden. Und ich glaube, im Rheinischen Revier sogar schon 2030. Und dann ist natürlich die Frage, ja, wie wird denn das Rhein-Ruhr-Gebiet beheizt? Und da soll gerade die tiefen Geothermie zur Wärmegewinnung einen Teil dieser Abwärme ersetzen und deswegen auch massiv ausgebaut werden. Es ist jetzt auch ein neues großes Forschungsinstitut entstanden, die Fraunhofer Einrichtung für Energieinfrastrukturen und Geothermie. Und sie hat mehrere Standorte in Deutschland und genau, deswegen ist die Tiefengeothermie auch ein ganz großes Forschungsthema der Zukunft. Ja, das waren jetzt wahrscheinlich viele Infos. Ich habe einen interaktiven Online-Kurs für Geothermie erstellt, weil ich die Geothermie für eine faszinierende Energiequelle halte, aber auch immer noch für recht unbekannt. Und deswegen ist mein Ziel, damit praktisch die Geothermie bekannter zu machen. Man lernt sehr viel in der Schule und auch aber so erneuerbare Energien oder das Potenzial davon ist leider immer noch nicht so richtig Thema und deswegen ist es auch noch nicht so in der Allgemeinheit angekommen. Deswegen habe ich diesen interaktiven Online-Kurs erstellt und der deckt die ganze Bandbreite der Geothermie ab, also von Potenzial der Geothermie und den Vorteilen über wo kommt die Erdwärme her, Plattentektonik und warum ist gerade an Plattengrenzen die Geothermie so attraktiv. Island zum Beispiel liegt auf einer Plattengrenze. Und Island erzeugt 66% seines Strombedarfs mit Geothermie. Also auch Sprichwort Geothermie weltweit. Und dann natürlich die große Frage Wärmewende und der Beitrag der Geothermie. Und die Nutzungsarten sind ein großes Thema dieses Kurses. Also oberflächennahe Geothermie und tiefe Geothermie. Und zum Beispiel auch die Frage, welche Faktoren bestimmen, wie tief die Erdwärmesonde sein muss in meinem Garten, um mein Einfamilienhaus zu beheizen. Und wie viel muss ich dafür bezahlen? Oder wie groß muss die Fläche des Erdwärmekollektors sein, um mein Haus zu beheizen? Und natürlich, welche Kosten sind förderfähig, wenn ich eine Geothermieanlage kaufe? Ja, mehr Infos zu diesem Kurs gibt es auf meinem Blog geothermalforclimate.de oder auch auf der Seite der Klimaallianz Witten. Ja, das war mein Vortrag. Vielen Dank fürs Zuhören. Und jetzt freue ich mich über Fragen. Ja, vielen Dank, Achim. Super interessant. Und es gibt auch zumindest eine Frage schon mal im Chat. Wer noch weitere Fragen hat, einfach eintippen. Wir versuchen das dann so gut wie möglich zu beantworten. Die erste Frage, die schon da ist, bezieht sich auf die Folie, wo die Amortisationszeit zu sehen war. Ja. Und zwar die Frage, ob da schon die Förderung mit eingerechnet ist. Ja, ist eine gute Frage. Da ist sie schon mit eingerechnet. Also normalerweise ist eine Erdwärmeheizung, also die Anlage und die Wärmepumpe noch also teurer. Das ist hier für, wenn die Erdwärme
wenn beides, also geothermische Anlage und Wärmepumpe, so 24.000 Euro kosten und wenn man 35%, also was man immer zurückbekommt, dann noch davon abzieht, dann kommt man hier auf ungefähr 15.000 Euro. Aber also wenn man vorher eine Ölheizung hatte, dann werden 45% der Kosten abgezogen und dann kommt man schon relativ nah dran an die Erdgasheizung. Okay, dann gibt es jetzt noch eine weitere Frage, die gerade reingekommen ist, und zwar eine Verständnisfrage. Welche Folgen hat das so, wenn man da Erdwärme entnimmt? Also die Erdwärme führt bei steigendem Umfang zu einer Senkung der Temperatur und damit auch zu einer Senkung der Effektivität, ist die Frage, ob die Effektivität dann irgendwann abnimmt. Ja, also grundsätzlich strömt Erdwärme immer nach. Aber wenn man sozusagen Erdwärmesonden direkt nebeneinander baut, dann kann es schon passieren, dass sie sich die Erdwärme ein bisschen wegnehmen. Und deswegen gibt es große 3D-Modellierungen, wie man Erdwärmesonden setzen muss, also in welchem Abstand und damit es nicht dazu kommt, dass der Untergrund langfristig auskühlt. Das ist schon bei Erdwärmesondenfeldern kann ein Problem sein und deswegen werden da sehr intensive Voruntersuchungen durchgeführt, um genau zu berechnen, wie viele Erdwärmesonden brauche ich, wie tief müssen die sein, weil jeder Bohrmeter kostet und je günstiger es ist, desto besser ist es natürlich für alle. Okay, danke schön. Die nächste Frage ist vom gleichen Fragesteller und scheint sich auch so ein bisschen auf die vorherigen Fragen zu beziehen. Die Bohrung oder Schachtung ist dabei inkludiert, ist die Frage. Ich bin mir nicht sicher, worauf sich das Wort dabei bezieht, auf die Abdeckung durch Fördergelder oder auf die Amortisation, ob da die Kosten für die Bohrung mit dabei, bin ich mir nicht sicher. Aber die Frage lautet, die Bohrung oder Schachtung ist dabei inkludiert? Fragezeichen. Kann er vielleicht das nochmal anders formulieren, der Teilnehmer? Ja, er hört das ja jetzt. Dann machen wir erst die nächste Frage und vielleicht gibt es dann das gleich nochmal ein bisschen deutlicher formuliert. Ja, das wäre ganz toll, lieber Fragesteller. Gut, aber es gibt auch schon die nächste Frage. Wenn man den Strom für Wärmepumpen billiger machen würde, wäre dem Klima wohl offensichtlich geholfen? Fragezeichen. Ja, also Geothermie ist sozusagen auch, guckt auch auf den Strompreis und wenn der Strompreis steigt, dann steigen auch die Verbrauchskosten der Wärmepumpe. Deswegen ist es auch immer gut, wenn der Strompreis niedrig ist für die Geothermie. Okay, danke schön. Der Fragesteller von eben hat jetzt nochmal neu formuliert und fragt jetzt, genau, vielen Dank dafür. Bezieht sich die Förderung nur auf die Pumpe, ist die Frage. Sie bezieht sich auf ganz viele verschiedene Sachen, auf die Anschaffung der Wärmepumpe, der geothermischen Anlage, auf die Bohrungen, auf die Verrohrung. Wenn im Garten Dinge umgebaut werden müssen, damit man den Erdwärmekollektor einbaut, dann kann man das auch alles anrechnen. Also die Liste der förderfähigen Kosten wurde jetzt nochmal sehr deutlich erhöht. Und deswegen kann man sich fast alles anrechnen lassen, was irgendwie was kostet. Also irgendwie Inbetriebnahme, Installation, das kann man sich alles mit anrechnen lassen. Das klingt gut. Oh, kommt direkt die nächste Frage. Die Bohrung oder Schachtung ist dabei in die Gesamtförderung inkludiert, ist die Frage. Ja, also mit einbegriffen, so verstehe ich das. Genau, die Bohrung kann man sich auch einrechnen lassen für die staatliche Förderung. Ja. Genau. Okay, danke schön. Im Chat gibt es gerade keine weitere Frage, aber ich habe mir auch welche überlegt. Und der Werner hat auch eine. Dann mache ich erst den Werner. Komm, hau raus. Aber muss dein Mikrofon einschalten, dann kannst du selber fragen.
Wir haben uns ja auch vorgenommen, dass wir aus jeder Veranstaltung eine gewisse Nachhaltigkeit rekrutieren. Das haben wir letzte Woche auch gemacht. Was würdest du uns vorschlagen? Bei uns sind ja die Stadtwerke Witten für Energie verantwortlich. Es sind auch Vertreter von den Stadtwerken dabei als Zuhörer. Und hast du Vorschläge, wie wir bei uns in der Region, zum Beispiel in Witten, die Geothermie oder die Erdwärme erfolgreich nutzen? Ja, ich war schon ein paar Mal in Witten, aber in Witten kenne ich mich nicht ganz gut aus. Du sagst mal, es gibt Gewerbeanlagen, die jetzt irgendwie dazugekauft worden sind. Vielleicht kann man da irgendwie einer geothermischen Anlage, wenn es da einen Heizbedarf gibt, das mit Geothermie machen. Okay. Und, Werner, du hattest mir gestern oder vorgestern einen Artikel zugeschickt, da ging es, oder das war dein Enkel Milan, oder? Nö. Da ging es darum, dass man einen Preis ausgeschrieben hat für wie man sozusagen im Altbau eine Erdwärmeanlage einsetzt. Und vielleicht könnte man das, und dann hat ja ein Haus gewonnen aus dem Jahr 1771, das finde ich ja der Wahnsinn, dass man in diesen Altbau, ist ja nicht nur Altbau, das ist ja wirklich Uraltbau, dass man da es geschafft hat, das Haus mit einer Wärmepumpe zu beheizen, mit 80 Meter tiefen Erdwärmesonden, die gerade so eben Millimeterarbeit in diesem Vorgarten da eingesetzt wurden. Und vielleicht kann man auch so ein Preis ausschreiben. Das ist ein echtes Best-Practice-Modell. Ich meine, wir haben ja am Freitag vereinbart, dass das nicht die letzte Aktion ist. Gemeinsam, ich denke, dass wir dann mal auch mit der Stadt Witten sprechen müssen, den Stadtwerken sprechen müssen. Zum Beispiel haben wir ja das, hast du eben angeschnitten, das Gewerbegebiet Drei Könige. Ja, ob man das dort nicht nutzen kann, neben den anderen Dingen wie Solar und Dachbegrünung und so weiter. Wir sind ja da ziemlich am Anfang. Ne? Und das heißt, wir überlegen uns da mal was. Wir sprechen mit unseren Netzwerkpartnern, die für Energie und für Neubau und so weiter zuständig sind oder für energetische Gebäudesanierung zuständig sind. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir da auch einen Teil dazu beitragen können, im Bereich der Wärme das nach vorne zu bringen. Sehr schön. Ja. Okay, inzwischen gibt es im Chat wieder eine neue Frage. Und zwar in der Säulengrafik war das Verhältnis zwischen Wärmepumpen, in Klammern 3%, und Kohlendioxidausstoß, in Klammern ca. 9%, nicht so überzeugend. Wie kommt das? Musst du noch an deinen Folien arbeiten? ich gebe nochmal meinen Bildschirm frei, okay? Und gehe nochmal... hoch. Ja, hier gibt es zwei verschiedene Achsen. Das eine, das ist die Heizart und dafür gilt das hier. Und das andere ist braun und dafür gilt diese Achse hier. Das ist der CO2-Ausstoß in Kilogramm. Also das ist hier nicht auf die Prozentangabe zu beziehen, sondern hier auf den CO2-Ausstoß. Also gelb, die gelben Balken beziehen sich auf diese Achse und die roten Balken beziehen sich auf diese Achsen. Okay, danke. Die Folien können wir bestimmt auch online stellen, zusammen mit dem Vortrag, oder? Ja, ist das klarer geworden? Kann man sich das nochmal in Ruhe angucken? Ja, gerne. Gut, gerne Rückmeldung im Chat, ob die Frage beantwortet ist. Also mir ist es klarer geworden. Ne? Man muss... Ja, ich hätte es auch noch besser erklären können, dass es da zwei Achsen gibt. Ja, auf jeden Fall. Okay,
Dann gibt es eine Frage, die hatte ich mir auch überlegt, aber ein lieber Mensch im Chat stellt die auch. Ne? Die Frage, ob unsere ganzen Bergbauschächte nicht doch vielleicht noch für irgendetwas gut sein könnten. gibt es in der Region noch realistische Überlegungen, Grubenwasser oder alte Bergbauschächte für die geothermische Nutzung zu aktivieren? Ja, auf jeden Fall. Das ist Forschungsthema einer Uni in Bochum. Und wir haben... Die wollen eine ehemalige Zeche in Dortmund, in Bochum geothermisch nutzen und haben dafür zwei Bohrungen abgeteuft. Da steht Wasser bis in eine Tiefe von 190 Metern und die eine Bohrung geht in den 8. Schächtestock in 8 oder 900 Meter Tiefe. Da herrscht eine Temperatur von 37 Grad und das Wasser soll zur Wärmegewinnung genutzt werden. Und die andere Bohrung geht in den 4. Schächtestock. 200 irgendwas Metern und das soll zur Kältenutzung genutzt werden. Und damit kann man wohl ein paar hundert Haushalte mit Wärme und Kälte versorgen. Und das soll auch ausgebaut werden. Das finde ich ja klasse, super. Der Werner hat auch noch eine Frage, okay. Also die nächste Anlage, das ist bei Robert Müser in Bochum-Werne, da bin ich groß geworden. Ja, die haben dort eine Feuerwehr, eine Schule und mittlerweile zwei oder drei Unternehmen, die da hingezogen sind. Unter anderem eben auch ein Unternehmen, das Witten verlassen hat, aus diesem Grunde. Und das, was die an tiefen Wärme nutzen, aus dem Schacht, ist 15% zurzeit. Ah ja. Die anderen 85% sind frei. Das Equipment ist fertig, ja. Das heißt, die Gefahr, dass noch mehr Firmen abwandern, weil dort die Energie sehr, sehr billig ist, ja, sollte uns auch mal dazu veranlassen, mal in diese Richtung zu denken, ja, und moderne Dinge einzusetzen, umzusetzen und so weiter. Auch das ist ein wichtiger Aspekt. Aber wir haben auch Kontakt zu den Leuten dort nach Werne. Das ist von hier aus 6 Kilometer oder sowas. Und wir müssen nicht die Welt neu erfinden. Auch da kann man Erfahrungen sammeln. Ja. Okay. Mich würde mal interessieren, wieso der Anteil erneuerbarer Energien beim Thema Wärme stagniert in den letzten Jahren. Bei 14% nur. Das finde ich erschreckend. Was sind die Ursachen? Ja, ich glaube, es hängt auch damit zusammen, dass wir unseren Blick immer nur auf den Stromsektor richten und es dafür sozusagen in der Allgemeinheit noch kein Bewusstsein darüber gibt, dass der Wärmesektor aber viel wichtiger ist als der Stromsektor. Ich glaube, das ist erstmal, wenn wir das sozusagen erstmal verstehen, dass es eigentlich um die Wärme gehen muss, dass die Wärme wichtiger ist als der Strom, dann wären wir schon viel weiter. Und ich glaube, dass die erneuerbare Wärme vielleicht deswegen stockt, weil es zu wenig Veränderungspotenzial gibt oder weil da die Kräfteverhältnisse oder so immer noch so sind wie vorher. Und es gibt zu wenig Motivation, das zu ändern. Also ich finde ja, die drohende Klimakatastrophe sollte Motivation genug sein. Ja, das stimmt. Ja. Also, okay, da werde ich nochmal forschen. Da muss es doch irgendwelche Gesetze geben, die verhindert wurden aus irgendwelchen merkwürdigen Gründen. Okay. Sehen. Aber eine Frage, die sich so ein bisschen dem anschließt. Wärmepumpen mit Ökostrom war ja so die beste Möglichkeit, möglichst klimaneutral zu heizen. Allerdings war auch die noch nicht so ganz klimaneutral. Ne? Da hattest du, glaube ich, 500 Kilogramm pro Jahr für einen Haushalt angegeben. Genau. Das heißt, da wird sich weiter Kohlendioxid in der Atmosphäre ansammeln durch menschliche Aktivitäten und wir müssen ja klimaneutral werden. Das heißt, es reicht noch nicht. Woran liegt das? Und wie kommen wir dahin? Gibt es da eine Möglichkeit? Danke.
Ja, also ich habe mich das auch gefragt, warum eigentlich immer 500 Kilogramm sind, wenn die Wärmepumpe eigentlich nur die Umweltwärme nutzt und wenn der erneuerbare Strom ja eigentlich auch keine Emissionen verursacht. Aber so ein bisschen, ich habe mir das so erklärt, dass so ein bisschen CO2-Ausstoß immer noch da ist. Aber die Frage, konnte ich mir auch nicht ganz erklären, warum es eigentlich immer noch 500 Kilogramm sind. Dennoch ist es natürlich immer noch viel besser, mit einer Wärmepumpe zu heizen, als mit Gas oder Erdöl. Oder deswegen hat jetzt die soll der ja die absolute Zahl von Wärmepumpen eben auch massiv ausgebaut werden auf 15, 16 Millionen im Jahr 2050, von jetzt mittlerweile 1 Million. Okay, danke. Ja, ich hoffe, dass wir da irgendwie auch noch ganz klimaneutral werden. Ja. Okay, es gibt wieder Aktivitäten im Chat. Und zwar, ja, dieses Säulendiagramm, das wurde immer noch nicht so ganz verstanden. Da gibt es den Kommentar, für ein bisschen Wärme ist der CO2-Ausstoß sehr hoch. Ich weiß nicht, ob du da noch mal was zu sagen willst, oder ich weiß jetzt auch nicht, was unverständlich ist genau. Das ist ja der CO2-Ausstoß pro Jahr für ein Einfamilienhaus. Und wenn wir mit Erdgas heizen, dann ist er halt 3 oder 4-mal so groß wie mit der Wärmepumpe. Und die Wärmepumpe braucht eben auch noch Strom. Deswegen gibt es auch immer noch einen CO2-Ausstoß. Aber er ist eben viel, viel niedriger als Erdgasheizung oder Fernwärmeheizung oder Ölheizung. Das ist ja am klimaschädlichsten. Ja, okay. Es wird noch ein bisschen diskutiert über diese Grafik im Chat. Vielleicht hilft das, wenn man die sich nochmal in Ruhe angucken kann, wenn wir die auf die Webseite gestellt haben. Oder wolltest du jetzt nochmal zeigen? Ja, ich zeige dir gerne jetzt nochmal. Okay. Also der Strommix, wenn die Wärmepumpe zu, sagen wir mal, 1/4 aus Strom erzeugt wird, dann hat man da eben immer noch einen relativ großen Anteil an Strom, und wenn das ein Strommix ist, der aus fossilen Energieträgern erzeugt wurde, dann hat man eben immer noch einen Ausstoß von 1500 Kilogramm CO2. Mit Ökostrom ist es dann eben nochmal 2/3 weniger. Aber im Vergleich zu der Fernwärmeheizung oder Erdgasheizung oder erst recht zur Ölheizung ist das natürlich sehr, sehr niedrig. Okay, der Stream war gerade irgendwie kurz weg, aber jetzt sind wir wieder da. Wir hauen natürlich nicht ab, ohne uns vernünftig zu verabschieden. kannst du noch mal die Säulengrafik zeigen? Ich glaube, ich weiß, wo das Verständnisproblem liegt. Weil hier ein Kommentar ist auch, im Verhältnis zu den anderen braunen Säulen ist es im Verhältnis zu den gelben Säulen viel. Aber die gelben und die braunen Säulen, die stehen ja gar nicht im Verhältnis zueinander, nicht wahr? Die gelben Säulen zeigen an, quasi wie viel es von dieser Heizart derzeit in Deutschland gibt. Ne? Das Heizart in Prozent aller deutschen Haushalte ist das, ne? Links das Gelbe. Und die braunen Säulen, die zeigen an, CO2-Ausstoß in Kilogramm quasi für einen Haushalt, ne? Pro 20 Megawattstunden Wärme. Ja. Ne? Das heißt, die braunen Säulen sind pro Haushalt und die gelben Säulen sind Anteil an der Heizungsart in Deutschland. Und die haben keinen Bezug zueinander. Genau. Vielleicht hilft das. Ja. Ich hoffe es. Danke, ja. Okay. Gut. Gibt es noch eine Frage? Jetzt kommt alles. Alles klar, danke. Haben wir den Fall auch gelöst. Super. Wunderbar.
Ja, aktuell gibt es keine weiteren Fragen im Chat. Ich weiß auch selbst gerade keine mehr. Dann glaube ich, kommen wir zum Ende. Wenn alle Fragen geklärt sind, dann ist das ja gut. Ich sage nochmal ganz herzlichen Dank an dich, Dr. Achim Aretz, ja, für den kompetenten Vortrag. Ich glaube, das ist echt ein Thema, was viel mehr Aufmerksamkeit braucht. Ne? Mich schockiert das richtig. Alle Welt redet über Photovoltaik und Windkrafträder und heimlich tuckern dann nebenbei die Erdölheizung weiter in viel zu starkem Maße. Genau. Und viel zu wenig wird drüber gesprochen. Ne? Ja. Dabei ist das alles Kohlendioxid, was in die Atmosphäre kommt und die Klimakrise verursacht. Deshalb haben wir heute einen kleinen Anteil geleistet, dass das Thema ein bisschen mehr in die Köpfe der Menschen kommt. Und so entsteht ja dann auch hoffentlich der nötige politische Druck letztlich, um Änderungen herbeizuführen. Ja. Ich teile hier nochmal eine Folie mit den Kontaktdaten einmal der Klimaallianz, aber unten auch nochmal die Website von Achim Aretz, wo man sich da noch viel detaillierter ins Thema einlesen kann und sich noch stärker informieren kann. Und das werde ich mir auf jeden Fall auch nochmal genauer anschauen. Wie die Klimaallianz zu erreichen, steht da auch. Wir haben eine Webseite, wir sind bei Twitter, bei Facebook und wir haben eine E-Mail-Adresse, haben auch mehrere E-Mail-Adressen, aber das ist die erstmal, um in Kontakt zu treten. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, man kann gern bei uns Mitglied werden oder wer das nicht gleich möchte, kann auch einfach so erstmal mitarbeiten und reinschnuppern. Das freut uns genauso. Und das letzte Wort möchte ich aber dann nochmal unserem Geburtstagskind und Vorsitzenden der Klimaallianz, dem Werner, geben. Ich sage schon mal Tschüss, danke an alle, die dabei waren und Interesse haben und zusammen schaffen wir das, die Klimakrise abzuwenden. Ihr hört mich alle? Ja? Okay. Das heißt, ich bin im Vollbild drauf, oder Stefan? Ja. Okay. Ja, ganz herzlichen Dank, Achim. Ich hatte mich ja schon vorher ein bisschen, oder du hast mich ja schon vorher informiert und so weiter. Und wir werden das weiter verfolgen. Besten Dank nochmal. Weshalb ich am Anfang diese Folien mal aufgelegt habe, ist ganz einfach, um euch zu zeigen, dass die Klimaallianz aus vielen, vielen Leuten mittlerweile besteht. Und wir sehen die Klimaallianz unsere Hauptaufgabe darin, dass wir Netzwerkpartner verbinden, dass wir Ideen initiieren. Wir haben heute ein gutes Beispiel dafür gehabt und dass wir Netzwerkpartner unterstützen. Und wir wissen mittlerweile, dass bei Netzwerkpartnern teilweise Dinge zweifach, dreifach laufen und so weiter. Wir konzentrieren uns, wenn wir eine Idee haben, auf bestimmte Dinge und versuchen, diese eben energieverlustlos umzusetzen. Und wenn wir mal alle, die Kompetenz aller Netzwerkpartner zusammennehmen und auch unsere Mitglieder und Freundinnen und Freunde der Klimaallianz, dann haben wir eine Wahnsinnskompetenz. Das heißt, wir haben ein Können, wir haben ein Wissen und wir haben auch ein Wollen. Weil, wie ich das anfangs angedeutet habe, wir arbeiten miteinander und nicht gegeneinander. Wir haben ein unheimlich großes Vertrauen zueinander in unserer Arbeit, was auch nicht selbstverständlich ist. Wenn das nicht da gewesen wäre oder auch heute nicht da wäre, hätten wir unsere Netzwerkpartner wie die AHE oder auch die Stadtwerke nicht diese Dinge mit uns gemacht. Und insofern werden wir diesen Weg konsequent weitergehen. Und wir hoffen natürlich, und wenn jemand seine Lebensqualität verbessern will, dann kann er gerne zu uns kommen, weil bei uns herrscht auch eine gewisse Wertschätzung und auch eine Begeisterung für die Sache, die ja nun zwingend notwendig ist, um die Klimakrise zu
bekämpfen. Der Stefan hat es ja eben noch mal gesagt. Und wir entwickeln auch Visionen gemeinsam, die wir dann auch gemeinsam umsetzen. Und das wollte ich gerne noch mal rüberbringen. Und wir hoffen, dass wir weiterhin so eine große Resonanz bekommen, weiter wachsen und eben unsere Ziele dann auch umsetzen können, nämlich die klimaschädlichen Gase zu reduzieren, damit unsere junge Generation oder nachwachsende Generation auch noch eine lebenswerte Zukunft hat. Ganz herzlichen Dank an alle. Und damit möchte ich nur kurz auf den nächsten Vortrag hinweisen. Einzelheiten dazu stehen auch auf unserer Webseite. Er ist am 18. März und geht um das Thema eben Energieeffizienz bei Blockheizkraftwerken oder generell bei Heizungsanlagen. Und da gibt es ja auch sehr viele Schnittmengen auch Kälteanlagen bzw. Wärmepumpen. Ja, das heißt also, auch diese Schnittmengen werden wir mal untersuchen, wo Synergieeffekte sind, um Dinge zusammenzubringen. Ganz herzlichen Dank nochmal an alle. Einen schönen Abend und wir bleiben in Kontakt. Okay, schönen Abend und danke nochmal. Danke auch. Tschüss.